Hallo und herzlich willkommen zu einem nächsten Tutorial. Heute geht es darum, Default-Einstellungen speichern oder Standard-Einstellungen speichern. Ich habe mir dazu eine kleine Form gebastelt. Es gibt eine Checkbox, Passwort speichern angenommen, mit dem Titel. Daneben kann ich einen Titel für das Form eingeben, was ich abspeichern möchte. Ich kann hier einen Wert eintippen. Und dieser Wert soll mir nach dem Speichern hier unten nach dem Neustart des Programms hier unten angezeigt werden. Wie funktioniert das Ganze? Ganz einfach. Ihr geht auf Projekt, Eigenschaften, Einstellungen und legt dort ein paar Variablen fest. Also in dem Fall wäre es für mich einmal die Checkbox, Datentyp Uhr, was hat ihr nur ja oder nein, das Label, das ist für mich der Wert, Value. Ne, das Label brauche ich glaube ich gar nicht. Die Textbox, ja, für den Wert, den Title, den Titel und noch die Koordinaten von dem Fenster. Also da, wo ich das Fenster hinschiebe, da ist es dann auch beim Neustart. Wie mache ich das Ganze? So, gehen wir mal hier in das Programm rein. Es wird ganz normal gestartet. Wir machen ein Form 1 Load, also das öffnen wir, indem wir hier in das Feld einfach einen Doppelklick machen, da bekommen wir diese Funktion und ich möchte, dass der Text wahrscheinlich das Punkt Text heißen. Naja, egal. Genau. Und dann sollen wir hier die ganzen. Was habe ich denn hier als Text genommen? Label 2. Wer weiß. Wer weiß, was ich da genommen habe. Ja, jedenfalls sollst du mir die Standardwerte auf entsprechende Felder schreiben. Und zwar Checkbox. Die Value, den Text, den sollen wir einmal in die Textbox schreiben, also das, was drin steht, und einmal aufs Label. Deswegen LW und TW nicht verwirren lassen. Und die Position dieses Fensters ist an den PX und PY. Wenn ich das Dokument schließe, gibt es auch wieder ein, ja, wie nennt man das, ein Event, ein Ereignis. Dort soll er die ganzen Werte erstmal speichern in dieser Default-Einstellung. Dazu rufe ich auf mit Properties.settings.default. Und dann halt meine Variable mit einer Zuweisung. So. Und unten ganz wichtig, .save. Erst dann sind die Werte gespeichert, wenn das ausgeführt wurde. Ja, dann this.text ändere ich, indem ich hier auf Übernehmen klicke. Da wird er sofort geändert. Und die Value ebenfalls, wenn ich auf Übernehmen klicke. Gucken wir mal, was das Programm macht, wenn es läuft. Dauert einen kleinen Moment. Und eigentlich rechne ich ganz stark mit einem Fehler. Oder auch nicht. Okay. So, wir sehen, ist noch nichts gespeichert. So, ich möchte das jetzt nennen Beispiel. Jetzt sehen wir, mit einem Klick auf Übernehmen erscheint das hier oben. Das ist jetzt aber noch nicht gespeichert. Es wird wie gesagt erst gespeichert, wenn ich das hier das Fenster wieder schließe. Die Value, also 2500, erscheint hier und Passwort speichern. Jetzt merkt ihr euch, das Programm oder das Fenster ist ungefähr in der Mitte vom Bildschirm gekommen. Ich schiebe es jetzt ganz nach oben rechts, schließe es. Und jetzt starte ich das Programm wieder. Wir sehen, es ist erstmal ganz oben rechts wieder. Der Haken ist noch gesetzt, der Titel ist immer noch Beispiel und die beiden Werte, Values, stehen auch noch drin. Kann ich jetzt natürlich auch ändern, Tipp mit übernehmen, einmal schließen, wieder starten und der neue Wert ist drin. Jetzt seht ihr, hier oben fehlt jetzt was. Warum? Weil ich den Titel nichts eingetippt habe und er hat mir jetzt ja beim Schließen alles, was hier drin steht, gespeichert als neuer Titel. Da ich keinen habe, hat er mir jetzt auch keinen gespeichert. Test.
So, wieder starten. Hier steht auch Test drin. Ja, und das war's schon. Mehr ist da nicht dazu. Ich hoffe, das hat euch wieder geholfen. Ich hoffe, ihr habt was gelernt. Und ja, benutzt es fleißig. Ihr könnt ja vielleicht auch mal so schreiben, was euch so bewegt, was ihr so für Projekte am Laufen habt oder ob ihr neu seid und das hilfreich findet. Ihr könnt mir auch gerne Verbesserungsvorschläge, konstruktiv bitte, gerne jederzeit mitteilen. Und ja, ich wünsche euch alles Gute, viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüss.